idealism prevails. Make the world a better place. Guten Tag und willkommen bei Idealism Prevails. Mein Name ist Claire Schiffer und das heutige Thema, die Schule. Woran denken Sie, wenn Sie dieses Wort hören? Jeder von uns verbindet mit diesem Wort, das sich sowohl auf eine Institution als auch auf eine wichtige Phase unseres Lebens bezieht, jede Menge Erinnerungen, Gefühle, Erfahrungen. Es ist ein wichtiges Thema. Es hat unsere Kindheit, unsere Aufwachsen vom Kind zum Erwachsenen zutiefst geprägt. Und es begleitet uns auch tagtäglich als Erwachsene, spätestens wenn wir Eltern werden und wenn wir dann unsere Kinder in die Schule schicken müssen. Es beeinflusst unseren Charakter, unsere Werte, unser Benehmen, unser Verhalten. Und natürlich auch unsere Zeitorganisation, unseren Tag. Und wie jedes wichtiges Thema wäre es wichtig, sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, es gründlich zu betrachten und seine Schatten- und Lichtseiten richtig genau zu betrachten. Aber ja, wir nehmen einfach zu oft die Schule im Kauf. Wir denken, ja, es gibt eh was Gutes und was Schlechtes daran, aber letztendlich, die Schule gibt es ja und es muss ja es auch geben. Es geht ja nicht ohne Schule. Aber vielleicht geht es doch ohne Schule. Und diese Frage hat sich eine junge österreichische Mutter gestellt, nämlich. Sie ist 32 Jahre alt und wohnt im Waldviertel. Und hat 5 Kinder, die weder einen Kindergarten noch eine Schule besuchen. Und sie heißt Leni Lindmeier und ist heute unser Gast bei Idealism Prevails. Leni, grüß Gott. Ja, hallo. Guten Tag. Und danke für die Einladung. Herzlich willkommen bei uns. Danke. Und wir werden über das Thema Schule und eigentlich nicht Schule reden. Aber zuerst möchte ich dich kurz vorstellen und du sagst mir, ob ich dann etwas vergessen habe. Leni, okay. Du bist eine junge, 32-jährige, fünffache Mutter. Deine Kinder gehen weder in den Kindergarten noch in die Schule. Du bist eigentlich bekannt schon als Buchautorin und du betreibst auch eine Webseite, das heißt Windelfrei. Du bist Bloggerin, Vereingründerin. Nicht ganz, ich bin beim Verein dabei. Du bist beim Verein dabei, genau. also von den Freilernenden. Ja, auch und beim Verein für natürliches Aufwachsen. Mhm, alles klar. Und bekannt bist du eigentlich geworden mit deinem ersten Buch, genau. Windelfrei. Also wie es sich eigentlich, wie man seine Kinder ohne Windel großziehen kann. Also so. Und es ist nicht nur das, es ist wirklich, du redest auch von einer Lebenseinstellung. Es ist eine spezielle Lebenseinstellung, es ist eine spezielle Weise, an das Kind mit dem Kind zu leben. Mhm, genau. Soll ich ein paar Worte dazu sagen vielleicht? Gerne. Weil viele kennen dich eigentlich noch nicht und es wäre vielleicht gut, wenn wir dann darüber reden. Ja. Am Anfang steht für mich immer die Frage, oder ist ganz am Anfang gestanden, wie das Natürliche ist, mit dem Kind zu leben oder wie es am natürlichsten ist. Und da war für mich klar, da ist Erziehung, so wie wir es verstehen, eher unnatürlich. Und ganz klar, dass Kinder Bedürfnisse haben und die Fähigkeit haben, uns diese Bedürfnisse mitzuteilen. Und daraus ist die Idee entstanden oder diese Einstellung, Grundeinstellung, der Grundgedanke entstanden, dass Babys eigentlich jetzt mal keine Windeln brauchen. Das war so der Beginn. Beziehungsweise ist das alles Hand in Hand gegangen, auch die Sache zu sehen, ich muss nichts forcieren im Kind, damit es kommt, ich muss nichts anerziehen, damit es da ist, sondern es ist schon vorhanden. Ich muss nur die Umgebung schaffen und die Begleitung schaffen, dass es herauswachsen kann aus dem Kind oder herauskommen kann.
Du hast 5 Kinder. Das älteste ist 12 Jahre alt und das jüngste, das kleinste, ist knapp ein Jahr. Mhm. Wir haben gerade gesehen, eigentlich heute, dass es funktioniert. Ja. Windelfrei. Ja, mal mehr, mal weniger. Aber also wenn wir jetzt unter Funktionieren verstehen, dass es ins Töpfchen geht. Ja. Mhm. Es gibt natürlich, so wie es normal ist, es gibt auch nasse Hosen, aber im Prinzip sagt sie, wenn sie aufs Klo muss. Aha, spannend. Das werden wir vielleicht bei einem anderen Interview. Genau. Wir werden das Thema jetzt heute nicht besprechen, aber was ich jetzt natürlich, also keine Windel, das ist natürlich eine spezielle Lebenseinstellung und für dich ist das dann normal, auch dich mit dem Thema Schule zu befassen. Also keine Windel, keine Schule. Kann man sagen, du schwimmst gern gegen den Strom? Kann man so sagen. Also sie haben, wie ich ein Kind war, haben sie mal gesagt, mit dem Kopf durch die Wand. Und wenn man jetzt die Wand als das Übliche betrachtet oder das, wie es in unserer Gesellschaft normal ist zu leben, dann mache ich es gerne ein bisschen anders. Beziehungsweise, was für mich wichtig ist, mir die Frage zu stellen, fühlt sich's richtig an für mich, so wie es ist, dann kann ich es ja machen. Oder fühlt sich's nicht richtig an, dann versuche ich einen eigenen Weg zu finden. Oder einen Weg zu finden, wo ich sage, mit dem kann ich und der fühlt sich gut an und der passt für mich. Und nicht nur einen Weg zu finden, sondern wirklich auch darüber zu schreiben, mhm. weil du hast dich mit dem Thema richtig, richtig zusammenbefasst, also auseinandergesetzt. Mhm. Genau war das so mit dem Thema Windelfrei, wo du auch ein Buch publiziert hast, also geschrieben hast. Und du hast auch ein Buch über das Thema ohne Schule geschrieben. Ich schicke meine Kinder bewusst nicht in eine Schule, aber auch, ja, ich erkläre auch grundsätzlich, warum. Ja, ich glaube, weil Schreiben meins ist. Ich schreibe eigentlich, seit ich schreiben kann. Und ja, mir ist es ein Anliegen, eine gewisse Botschaft hinauszutragen und die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Und ihnen die Frage zu stellen, ob sie so, wie sie leben, ob sie sich dabei wohlfühlen, ob das für sie richtig ist oder ob sie vielleicht doch an einem Punkt sagen, ja, eigentlich könnte ich da nochmal drüber nachdenken und könnte vielleicht einen anderen Weg finden, wo ich dann glücklich bin oder zufrieden bin. Das kann nicht jeder. Ja. Das Aber ist gut, dass du es auch für uns gemacht hast, dass du die Erfahrung gemacht hast und darüber schreibst. Meine erste Frage, also wenn ich das Buch gelesen habe, diese Entscheidung hast du sicher nicht so in einem Tag genommen, sondern das war sicher ein langer Weg. Ja, seit meiner eigenen Schulzeit. Also ich habe in meiner eigenen Schulzeit beschlossen, noch damals ohne, also als Kind denkt man ja nicht, dass da auch dann der Partner vielleicht mitspricht, aber ich weiß noch, es war ein spezieller Moment, wo ich im Klassenzimmer gesessen bin und mir gedacht habe, mir ist so langweilig und ich würde viel lieber draußen sein. Und dann so mir gedacht habe, gut, meine Kinder schicke ich mal nicht da in diese Schule. Das hast du ja schon als Kind gedacht. Das habe ich mir als Kind gedacht, genau. Das war seit meiner Kindheit. Und das war so selbstverständlich für mich, dass das mal so sein wird. Eben, ich habe damals nicht dran gedacht, dass das vielleicht dann auch eine Sache ist, die man mit dem Partner bespricht. Und ja, aber es hat dann auch gepasst. Ja. Also natürlich, wenn man älter wird, denkt man auch anders dann drüber nach. Aber es war in mir so immer vorhanden, dass ich kann damit nicht. Ja, und ich möchte nicht, dass meine Kinder dann dasselbe erleben, wie ich in der Schule erlebt habe. Also ich war jetzt nicht irgendwie, es war nicht schlecht für mich in der Schule und ich habe mir nicht schwer getan mit dem Lernen, sondern mir war einfach nur langweilig. Und das war, glaube ich, der Hauptgrund. Es war langweilig. Mir war extrem langweilig, ja. Wenn man später als Erwachsene seine eigenen Kinder aus der Schule nehmen will, hat man grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Und du redest darüber in dem Buch. Homeschooling und Unschooling. Mhm. Auf Deutsch, Hausunterricht und Freilernen, genau. Wir wissen auch alle, wofür du dich entschieden hast, welche Variante. Aber es wäre gut, vielleicht nochmal dran zu, also die Zuschauer dran zu erinnern, was ist genau Hausunterricht und was ist wirklich Freilerner? Also Homeschooling und Unschooling. Jeder weiß ungefähr, was Homeschooling ist. Ja. Ja, es ist eigentlich, so wie du gesagt hast,
Die Schule jetzt. Zu Hause. Ja. Ja. Für mich war klar, ich möchte nicht die Lehrerin meiner Kinder sein oder jetzt nicht zu Hause Schule spielen. Ja, also wenn ich immer so dran gedacht habe, okay, an Unterricht und man macht halt dann Unterricht zu Hause, das war für mich eben die Frage so, naja, eigentlich will ich das nicht. Ich möchte nicht Lehrerin spielen. Ja, da könnte ich meiner Meinung nach die Kinder gleich in eine Schule schicken, weil es ist dasselbe, was passiert. Ja, ob es jetzt zu Hause stattfindet oder in den Räumlichkeiten einer Schule ist, egal im Prinzip. Ja. Es gibt da diese, also und so in Europa, das, was ich auch sehr gut im Buch finde, ist, dass du erklärst wirklich auch, wie das ist in anderen Ländern. Mhm. Ja, dass man auch vergleichen kannst. Und in Österreich ist es so, so wie in Frankreich, so wie in anderen, also in den meisten Ländern, dass es auch diese sogenannten Externistenprüfungen gibt. Das heißt, eigentlich die gibt es eigentlich nur in Österreich. Eine Prüfung vor den Augen und ein Ziel vor den Augen. Also die gibt es nur in Österreich, die Externistenprüfung. In anderen Ländern, so Frankreich, um das Beispiel zu nehmen, gibt es keine Prüfungen am Ende. Also die Kinder dürfen zu Hause lernen und da kommt dann mitunter eine Sozialarbeiterin und schaut sich das an, wie es zu Hause ist. Was ich jetzt von dem her angenehm finde. Die werden aber geprüft. Jein. Also in Frankreich werden sie nicht geprüft. Es wird nur geschaut, ob es ihnen gut geht und wie der Fortschritt da ist. Mhm. In Österreich ist es eine wirkliche lehrplanbezogene Prüfung. Ja, und da geht es gar nicht so sehr darum, wie geht es dem Kind oder wie entwickelt sich es, wie ist es im familiären Verhältnis, sondern es geht nur um den Lehrplan. Okay. Aber vielleicht, um zurückzukommen, was jetzt Unschooling ist, wenn ich mir einen kleinen Menschen anschaue oder jetzt ein Lebewesen anschaue, dann ist Lernen immer da, ist vorhanden. Also es ist nichts, was ich jetzt erst erzeugen muss durch Maßnahmen. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt beim Unschooling oder was man auch sagen kann, frei sich bilden. Also jeder Mensch ist frei, um sich zu bilden in einer Art und Weise, wie es für ihn passend ist. Und da gehe ich davon aus, dass das jedes Lebewesen, jeder Mensch kann. Und es nur die optimalen Bedingungen rundherum bedarf. Und das erfülle ich als Mama von freilernenden Kindern, dass ich sage, ich schaue, dass die Bedingungen vorhanden sind, die sie brauchen. Genau, und da hast du dich wirklich für diese Variante entschieden. Also und das ist nicht nur eine Variante, es ist wirklich eine Lebensphilosophie, eine Lebenseinstellung. Und hast gesagt, Homeschooling, nein, danke, ich mache wirklich... ich lasse meine Kinder frei lernen. Mhm. Und dieser Begriff ist für viele eigentlich neu oder erschreckend. Mhm. Es wird sehr oft mit verantwortungsloser Laissez-faire verwechselt. Es gibt sicher Pädagogen, es gibt sicher Pädagogen, mit denen du dich beschäftigt hast, also so Bücher, Buchautoren, theoretische Grundlagen, die dich auf den Weg zu Unschooling gebracht haben, also die dich auf den Weg zur Entscheidung gebracht haben. Ich glaube, der Beginn ist jetzt gar nicht so sehr eine Pädagogin, was mir sehr, also mir fallen mehrere ein, ja, wenn ich jetzt Begriffe sage wie Amy Pickler oder Maria Montessori, ja, oder John Holt, ein amerikanischer Lehrer, die alle eigentlich das Gleiche in sich tragen, nämlich diesen Ausgangspunkt, dass Kinder nicht beschult werden müssen oder belehrt werden müssen oder in eine Richtung erzogen werden müssen oder ihre Entwicklung forciert werden muss, sondern dass es im Kind vorhanden ist und dass wir nur die Umgebung schaffen, um es aus ihnen herauszuholen, das optimale Umfeld. Und ich würde schon sagen, die haben mich sehr geprägt, also es fängt ja wirklich von Anfang an und das ist auch etwas, was ich immer wieder betonen möchte, dass es eigentlich nicht erst mit der Schule beginnt. Ja, viele sagen, ja, okay, jetzt sind die Kinder 6 Jahre alt und das beginnt das große Lernen, der Ernst des Lebens. Das ist für mich nicht so. Also Lernen beginnt schon eigentlich im Augenblick der Geburt oder mit der Geburt, ja, wo einfach dieses Entdecken, Erforschen beginnt und seinen Anfang hat. Du sagst, dass die Kinder, also ein Kind lernt am besten, wenn er nicht gefördert ist, wenn er nicht gezwungen wird. Und das stimmt. Also man erlebt es wirklich, wenn man kleine Kinder hat
oder auch Schulkinder, ja, die gerade noch die Schule angefangen haben, ja, wie schnell sie lernen, alles wie ein Schwarm, ja, und je mehr man sie zwingt, desto schlimmer ist es. Also, aber geht es wirklich gar nichts ohne Förderung? Naja, für mich ist es wichtig, erstens mal zu unterscheiden, was ist Förderung jetzt? Ja, ist es eine Förderung, die forciert, die versucht irgendetwas die das Kind als Gefäß sieht oder den kleinen Menschen und die versucht da oben alles reinzustopfen, was halt als wichtig erachtet wird, die zusätzlich noch mit Beurteilung arbeitet, gut, schlecht, oder kann man sagen, so eine natürliche Art von Förderung, die darin besteht, dass die Umgebung, die das Kind, in der das Kind sich bewegt und lebt, einfach lebendig ist. Und wenn ich jetzt ein vielfältiges, lebendiges Umfeld habe, was einfach das Leben ja an sich schon ist, dann brauche ich nicht extra da was hineinzustopfen, weil die kleinen Menschen kommen mit Augen auf die Welt, die kommen mit Ohren auf die Welt, die kommen mit Wissbegierde auf die Welt und die wollen das natürlich irgendwie erfüllt bekommen. Ja? Oder sie tun es auch. Eben wie du sagst, man schaut kleine Kinder an, Babys an, man beobachtet sie und man sieht, die tun permanent und die lernen. Und das, was für mich immer sehr absurd war, ist, wenn ich jetzt dann sage, mit 6 Jahren oder kurz davor, so, und jetzt muss das rein. Ja, jetzt muss ich Zwang dahinter, weil sonst lernen sie nichts. Ja. Die meisten Kinder fangen mit 4, 5 Jahren an, sich für Buchstaben zu interessieren oder für Zahlen oder sogar noch früher. Und dann sage ich aber nein, und jetzt müssen sie. Oder später. Ja, es gibt das, aber eben dieser Punkt, irgendwann zu sagen, jetzt passiert es nicht mehr selbstverständlich, sondern jetzt muss es erzeugt werden. Das ist für mich ein bisschen absurd. Und das ist für dich der Hauptgrund, warum diese Wissenslust, diese Wissensbegierde verschwindet allmählich bei den Kindern, ab dem Moment, wo sie in die Schule kommen. Naja, Lernen ist ein sehr sensibler Prozess. Es ist jeder Mensch lernt anders natürlich, aber meistens ist dieser Prozess sehr sensibel. Und wenn man sich jetzt an sich selbst erinnert, ja, oder an sich selbst denkt, wenn ich jetzt etwas lernen will, was passiert dann, wenn jemand kommt und mir vorschreibt, wie ich es lernen muss oder wie ich es mir aneignen muss und der dann noch dazu ständig eingreift? Nein, so musst du es machen. Nein, so. Nein, schau, das ist falsch. Nein, hier. Dann geht die Lust verloren. Dann interessiert mich das Thema gar nicht mehr. Und selber kann man jetzt ein Beispiel nennen, wenn man aus der Schule schon mal draußen ist als Erwachsener und man hört über irgendein Thema und interessiert sich dafür und liest dann zum Beispiel ein Sachbuch drüber und irgendwann kommt man drauf, ich weiß da schon so viel und dann erzählt man es den Freunden und man merkt gar nicht, dass man jetzt eigentlich gelernt hat über ein gewisses Thema. Man merkt nicht, dass man sich jetzt ein Thema angeeignet hat. Aber das ist Lernen, das ist natürliches Lernen. Es passiert einfach und ich kann es dann. Aber es ist niemand dabei gewesen, der gesagt hat, du musst jetzt das Buch lesen von Seite sowieso bis sowieso. Nachher machen wir eine Prüfung drüber und da kriegst du dann eine Note drauf, die dir dann sagt, ob du es kannst oder nicht kannst. Also dann wäre Druck dahinter. Und Druck erzeugt für mich immer Gegendruck. Drum funktioniert dieses Beschulungssystem, wie wir es kennen, nicht wirklich. Also die meisten lernen, um es dann bei der Prüfung auswendig zu können. Und kurz nach der Prüfung ist es wie weggeblasen. Das meiste halt. Genau. Es ist natürlich, das, was du sagst, lässt sich sehr, sehr gut beobachten bei Kindern. Auf jeden Fall, ja. Wir erleben jeden Tag ihre Neugier, ihre Lust, also ihre Lust am Lernen und am Wissen. Was ist aber mit später? Was ist mit dieser so empfindlichen Teenagerzeit, ja, wo wir kennen das alle, Teenagers, die so am allerliebsten zu Hause vor der Playstation oder vor YouTube sitzen würden den ganzen Tag und faulenzen. Und da ist das Argument vielleicht keine Förderung und einfach so Freilerner ein bisschen schwieriger. Du hast, dein ältestes Kind ist 12 Jahre alt. Das heißt, er ist in dieser Zeit, wo es normalerweise mit 12, 13, 14, ja, man kann nicht unbedingt sagen, dass in dieser Zeit, dass die jungen Menschen am neugierigsten sind. Naja, was ist deine Erfahrung?
Meine Erfahrung ist die, dass es einen wesentlichen Unterschied macht, ob ein Kind schon in der Schule war, ob es diese Beschulung schon erfahren hat oder ob es das in der Art und Weise noch nie erfahren hat. Ich kann mittlerweile schon wirklich auf die, also ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich kann eigentlich zurückschauen und ich sehe das bestätigt, was, immer in, was ich immer gedacht habe. Und in unserem Netzwerk, also in unserem Freilernernetzwerk, da sind sehr viele Familien schon mit älteren Kindern und die Älteste, die ich jetzt persönlich auch kenne und mit der, wo ich auch weiß, wie sie lebt und was sie macht, die wird jetzt 18. Und da war dieses typische Teenager, wie du es jetzt beschrieben hast, Teenager sein, eigentlich nicht vorhanden. Ja, und ich erlebe es jetzt auch bei meinem Kind, das ist nicht, oder bei unserer Ältesten, es ist nicht dieses, ich will das nicht mehr oder ich mag das nicht mehr oder das genau, ist Faulenzen, also, alles ist blöd, alles ist, genau, also das ist nicht vorhanden. Ganz im Gegenteil, das Spannende ist für mich jetzt zu sehen, bei ihr und auch bei den anderen, die in ihrem Alter sind, diese Ideen, die da kommen, also es nimmt nochmal zu, in einer ganz neuen Art und Weise. Es kommt zu dieser, also es kommen, würde ich mal sagen, diese ersten Lebensentwürfe, das wirklich Konkretisieren, was will ich machen. Mhm. Es ist eine ganz starke Selbstständigkeit vorhanden. Natürlich gibt es auch die Tage, wo mal dieses Faulenzen da ist. Aber das finde ich auch ganz wichtig, eigentlich auch mal vom Geist herunterkommen zu können, wirklich mal sich ausruhen zu können, zeigen zu können, heute gebe ich nicht Vollgas. Ja. Das braucht man, um dann wieder Energie zu haben, um weiterzugehen in einem anderen Thema. Und das heißt, eigentlich ist somit die wichtigste Frage, also das wichtigste Kontraargument gegen das Leben ohne Schule beantwortet. Ja? Also es ist eigentlich, als Teenager lässt es sich auch, also es bestätigt auch, dass es für dich eine gute Entscheidung war. Und man denkt auch oft, ja, wenn man dann von Kindern, die ohne Schule, die außerhalb der Schule großgezogen wurden, ja, dass, was passiert nach der Schulzeit? Weil sie müssen dann irgendwann irgendwie auch wieder, also wieder Studium machen und sich in das normale Leben quasi zurückintegrieren müssen oder sie müssen auch vielleicht mitmachen, sollten vielleicht zum Teil mitmachen. Habe ich aus meinem Kind, gibt es nicht die Gefahr, dass man von seinem Kind eine Art, jetzt um das wirklich übertrieben zu formulieren, einen Außenseiter? Ganz im Gegenteil. Das Spannende ist zu sehen, dass, also das, was immer die Angst ist, das wird dann jemand, der nie was macht und der, so das schlimme Sozialfall, ja, Sozialschmarotzer, die wissen nicht, was sie tun, sie haben keine Ahnung, sie können nicht irgendwie lernen, sie haben keine Fähigkeiten und so, also so, wo die Angst entsteht, dass die kleinen Menschen, die nie in die Schule gehen, die nie gelernt haben, jetzt die Pflicht zu erfüllen, dass die dann irgendwie so unselbstständig werden, ja. Spannend ist zu sehen, dass das genau das Gegenteil passiert, ja, dass die sehr selbstständig sind und auch fähig sind, eigenverantwortlich zu handeln, was ich jetzt ganz wichtig finde. Und wenn man es dann vergleicht, die meisten, die aus der Schule rauskommen, müssen sich das erstmal wieder erarbeiten. Weil wenn du aus der Schule rauskommst und dann vielleicht studierst oder auch in einen Beruf ergreifst, ja, ist Eigenverantwortung das Wichtigste. Und das geht aber in der Schule verloren. Weil da immer ein Erwachsener ist, der mir sagt, was ich tun muss. Da immer, ist immer irgendjemand, der mir vorschreibt, womit ich mich jetzt auseinandersetzen muss. Und wenn ich aus der Schule rauskomme, ist das auf einmal weg. Weil wenn ich in einen Beruf gehe, dann sagt mir nicht mein Chef haargenau, welche Schritte ich jetzt machen muss. Der gibt mir vielleicht eine Aufgabe, aber er sagt mir nicht, wie ich die machen muss. Und er sagt mir auch nicht alle 10 Minuten, sondern jetzt machst du das und dann machst du es so. Ja. Und mir fällt jetzt nur ein, der Film Alphabet, wo die sehr viele Unternehmer eigentlich dann auch sagen, sie arbeiten lieber mit Kindern, die nicht in der Schule waren, weil die einfach dieses Potenzial in sich haben und diese Energie, ja, es einfach zu machen und die Eigenverantwortung haben. So wie du redest. Und so wie du auch im Buch über die Schule redest, könnte man glauben, es ist ein Aufruf, die Schule zu
zu verbrennen oder abzuschaffen. Nein, es ist eher, es ist auch super, weil es ist eine konstruktive Kritik auf unser Schulsystem. Und viele Eltern merken auch, ja, dass es stimmt vieles nicht. Es gibt es immer mehr freilernende Eltern, also freilernende Familien, nicht Eltern, also Familien. Ja. Es nimmt definitiv zu. In Österreich oder in Europa? Definitiv. Also Deutschland ist die Bewegung ganz extrem, vielleicht auch, weil es dort die Schulpflicht, also die Schulanwesenheitspflicht so extrem ist. Aber man merkt so ein bisschen dieses Unwohlsein und das ist mir auch wichtig. Es geht im Prinzip nicht um Schule. Ja? Wenn das jetzt ein Haus wäre, wo Lernen stattfinden kann, wo ganz viele Bereiche sind, wo jeder sich bilden kann, was ihm gerade oder sich nehmen kann, was ihn gerade interessiert. Wenn da einfach Lehrer unter Anführungszeichen sind, die nicht belehren, sondern wirklich begleiten, dann wäre Schule kein Problem. Aber was wir heute erleben, ist eine Schule, in der noch immer der Lehrplan von vor so und so vielen Jahren drinnen steckt, ja, in der immer noch diese alte Idee von Frontalunterricht drinnen steckt, in der es eigentlich, egal welche Schulreform jetzt kommt, die so und so vielte, sich nichts ändert, weil es halt immer nur Äußerlichkeiten sind. Also ich bezeichne die Schule gerne oder unser Schulsystem gerne so wie ein altes Haus, weil es halt nach außen immer schön renoviert wird und neu angestrichen wird. Aber innen bröckelt der Putz ab und innen ist es noch immer veraltet, das ganze System. Naja, ja. Und dass es immer wieder freilernende Familien, also immer mehr freilernende Familien gibt in Europa und in Österreich, hat es etwas gebracht? Also gibt es vielleicht so Ansätze von politischer Debatte? Es wird totgeschwiegen einerseits. Bewegt sich was langsam? Nein, leider noch nicht. Ja. Also es wird totgeschwiegen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht die Tendenz in Richtung restriktiverer Gesetze. Wenn man jetzt anschaut, Schweden zum Beispiel hat in den letzten Jahren die Schulpflicht wieder eingeführt oder die Schulanwesenheitspflicht. Das ist gleichgezogen mit Deutschland. Mhm. Dort sind sehr viele Familien dann zu Bildungsflüchtlingen geworden, die einfach das Land verlassen haben, weil sie gesagt haben, damit können wir nicht, damit wollen wir nicht. In Deutschland gibt es ganz viele, die das Land verlassen, oder ganz viele jetzt, man darf sich das nicht als Massenflucht vorstellen, aber es werden immer mehr. Und es ist eine Bewegung, wo man sieht, da ist eine Unzufriedenheit da und es würde notwendig sein, endlich etwas zu verändern oder endlich sich hinzusetzen und zu sagen, okay, schauen wir, wie wir es anders machen können. Und dass es anders funktioniert, zeigen ja ganz viele Länder. Ja, ich denke jetzt da zum Beispiel an Finnland, die sehr stark dahinter sind, Schule anders zu gestalten. Ja, nämlich in einer Art und Weise, wo es dann keine Noten gibt, wo die Kinder wirklich draußen sein auch können, wo ein Verhältnis zwischen Lehrern und Kindern besteht, wo man sagt, da nehmen beide was mit. Ja, die begegnen sich auf Augenhöhe. Man braucht nur in Länder schauen, wo es eben wirklich möglich ist, sich frei zu bilden. Ja, wo keine Schulstruktur dahinter steckt, die die Eltern zu etwas verpflichtet. Ja. Das wäre halt meine Idee davon, dass man wirklich sagt, man muss jetzt nicht Schulen generell wegstreichen. Ja, oder sagen, Schulen sind ganz schlecht und verteufeln, sondern einfach dieses Bildungssystem einmal wirklich auf Vordermann bringen. Zu sagen, okay, was heißt Bildung eigentlich? Und wie könnte sich Bildung leben lassen? Unabhängig vom Alter auch. Ja. Und hast du da Projekte in diesem Sinn, dass du also, weil du hast jetzt den Verein, du hast das Buch, du hast das Netz und du bildest das auch immer, also seit Jahren auch, also immer mehr auf. Hast du dich mit dem Bildungsministerium zum Beispiel hast du Kontakt aufgenommen oder hast du versucht, da sowas in die Richtung zu bringen? Ja? Dass du also mit Politiker versuchst, also dass du versuchst, mit Politiker zu reden oder wirklich eine Debatte noch zu bringen. Also das ist, ich sage mal, wir sind als Netzwerk jetzt dahinter, es einfach neu zu positionieren und es wirklich so aufzustellen, dass es in ganz Österreich Ansprechpartner gibt vom Netzwerk, um einfach auch nach außen treten zu können. Es waren vereinzelt Familien da, die das versucht haben, aber ich finde, als Netzwerk ist es immer leichter.
Was ich aber sehe, es gibt immer mehr Projekte, die Schule auch anders leben oder in der Art und Weise verwirklichen, wie es ich jetzt auch in dem Buch beschreibe. Mir fällt jetzt ein, die Lernwerkstatt Pottenbrunn zum Beispiel bei St. Pölten, die zeigt, dass es funktionieren kann, dass da wirklich dann auch Kinder rauskommen oder junge Menschen rauskommen, die fähig sind, die nicht Analphabeten sind und nicht, nicht bis 10 rechnen können. Ja. Und so gibt es halt immer wieder mehr, immer kleine Projekte. Also es gibt sehr viele Eltern, die schließen sich zusammen einfach und gründen eine Schulinitiative, wobei man jetzt nicht sagen kann, das ist jetzt wirklich Schule im klassischen Sinn oder Alternativschule, weil es gibt kein Öffentlichkeitsrecht für diese Projekte. Aber es ist etwas im Entstehen. Ja. Mhm. Es sind Eltern, die sagen, das, wie es ist, gefällt uns nicht und wir können es uns aber auch nicht vorstellen, ganz alleine zu Hause jetzt, ist vielleicht auch beruflich jetzt nicht drinnen. Aber wir wollen etwas anderes machen für unsere Kinder. Und das ist etwas sehr Schönes, weil ich finde, immer nur dagegen zu sein, gegen etwas, aber nichts dafür machen, bringt wenig. Ja, also ich muss schon, wenn ich sage, ich habe diese Kritik, muss ich etwas dafür machen. Und ich sehe meine Position im Moment einfach noch, dass ich mit Eltern rede, dass ich ihnen sage, es geht auch anders. Und ein bisschen so die Aufmerksamkeit drauf leite, so zu fragen, Was bewirkt Schule in uns oder was, so wie sie jetzt ist? Ja, wohin führt uns das, dieser Bildungsweg? Und dass es eine mehr oder weniger große Sackgasse ist, können wir schon sehen eigentlich. Ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Jugendliche aus der Schule herauskommen, vollkommen desinteressiert sind am Beruf, ja, oder an irgendeinem Beruf, an der Arbeitswelt. Und die zum Beispiel nicht sinnerfassend lesen können, ja, weil es einfach in der Schule nur als Buchstabenaneinanderreihung passiert oder weil ihnen einfach auch die Freude genommen wird. Ja. Kommen auch Familien zu dir, die ihre Kinder zwar nicht außerhalb der Schule, also aus der Schule nehmen würden, die aber trotzdem Ratschläge brauchen, wie sie die Schulzeit am besten überstehen können? Also, Ganz extrem nimmt das zu. Also wenn ich jetzt an den letzten Vortrag denke vor 4 Wochen, da waren 80% Eltern, wo die Kinder derzeit in der Schule sind und die eigentlich ganz extreme Erfahrungen gemacht haben und wo sie merken, dass die Freude in den Kindern am Lernen verschwindet und dass die einfach unglücklich sind. Also die meisten war so die Aussage, sie erkennen ihre Kinder nicht mehr. Ja? Mhm. Also es ist nicht mehr dieses lebendige, kleine Menschenkind, was es früher war, sondern es ist jetzt eher so ein voller Unlust, dieser kleine Mensch, ja? Der nichts mehr will, nichts mehr machen will. Also alles so fad oder langweilig oder blöd, was dann oft halt kommt bei den Kindern. Das haben wahrscheinlich viele Eltern. Ja. Erlebte. Aline, wenn wir dich finden wollen, auf Internet, windelfrei.at oder linilindmeier.com. Linilindmeier.com. Du hast 2 Webseiten. Mhm. Und der Verein, der findet sich auf der Website. Der findet sich auf der Website. Beziehungsweise, was ich auch vielen, die jetzt gerade für dieses Thema interessieren, empfehlen kann, ist die freilerner.at-Seite. Freilerner.at. Genau. Sehr gut. Das Buch ist wo zu finden? Bei Edition Riedenburg, beim Verlag. Aber auch in Wien zum Beispiel? In den Buchhandlungen. Man kann es über die Buchhandlungen bestellen. Super. Ja, also es muss jede Buchhandlung bestellen, wenn man hinkommt. Sehr gut. Lini, meine letzte Frage wäre, um dieses Interview abzuschließen, dass du sagst in dem Buch, es ist ganz wichtig, dass man sich fragt, ja, wenn man sich überhaupt eigentlich mit jedem Thema im Leben beschäftigt, ob man wirklich glücklich ist. Bist du glücklich? Ja. Also, zufrieden? Ja. Und deine Kinder sind glücklich? Ja, im Großen und Ganzen schätze ich mal, sind sie glücklich. Natürlich gibt es die Tage auch, wo man sagt, alles ist furchtbar und irgendwie alles ist gerade nicht so toll. Aber wenn man es jetzt, das gehört dazu, meiner Meinung nach. Ja, ich finde es deshalb ganz wichtig,
wenn man jetzt die Frage stellt, egal welchen Menschen man begegnet, ich würde es jetzt eher weniger mit Glück bezeichnen, sondern eben einfach die Frage stellt, machst du das, was du machst, gerne? Und man braucht eigentlich keine Antwort drauf, sondern das Gegenüber sollte sich einfach nur in sich gehen und sich die Frage stellen, mache ich das wirklich gerne, was ich mache? Oder mache ich es, weil ich es machen muss? Genau, machen Sie gerade gern, was Sie möchten? Ja, das ist die wichtigste Frage. Lini, danke schön. Gerne. Das war Lini Lindmeier und Claire Schiffer für Idealism Prevails. Das hat mich gefreut. Mich auch. Bis bald. Bis bald. Danke.